GamesTV 24 Daily, hallo und herzlich willkommen zu unserem Newsüberblick. Auch an diesem Mittwoch, an dem ich immer noch denke, es wäre Dienstag. Dass der Montag nicht da war diese Woche, macht mich fertig. Mag an Ostern liegen. Aber es gibt möglicherweise, was nicht an Ostern liegt, sondern an CD Projekt Red, ist eine Ankündigung zu Erweiterungen für The Witcher 3. Das Spiel ist doch noch nicht mal draußen. Ja, die machen das halt auch, wie alle anderen. Ja, genau. Und zwar nicht, was ja schon im Vorfeld angekündigt war, diverse DLCs, die kostenlos sind, wo es ja auch schon Informationen so gibt, zum Beispiel die Geschichte, dass der Bart von Geralt wächst und es dann DLC gibt, um das ein bisschen im Zaum zu halten, sondern tatsächlich echte Erweiterungen, die auch zusätzlich kosten. 2 Stück. Blood and Wine heißt die größere von beiden, also Blut und Wein, die ein komplett neues Gebiet hinzufügen soll. Rund 20 Stunden Spielzeit versprechen die Entwickler dafür. Die soll irgendwann im ersten Quartal 2016 erscheinen. Noch dieses Jahr soll kommen Hearts of Stone, also Herzen aus Stein, die in der bekannten Spielwelt dann, oder bis dahin bekannten Spielwelt, noch kennen wir sie ja alle nicht so richtig, spielt, aber auch rund 10 Stunden Inhalt versprechen die Entwickler haben soll. Also beides zusammen knapp 30 Stunden, wenn man denn den Entwickleraussagen glauben möchte, an neuen Inhalten, kann man ab jetzt im Vorverkauf sich schon holen, wenn man glaubt, das wird alles so super, da bin ich jetzt schon bereit, Geld für auszugeben. Kostet dann als Staffelpass quasi, als Expansion Pass, 24,99 €. Ja, die Entwickler, die möchten damit so ein bisschen auch wieder was wiederbeleben, was schon fast ausgestorben ist, nämlich Add-ons, also so richtige Erweiterungen für Spiele. Der Martin Iwinski, ein Mitbegründer von CD Projekt Red, also dem Entwickler von The Witcher, sagt dazu: Wir haben in der Vergangenheit gesagt, dass wir uns dazu entscheiden, Bezahlinhalte zu veröffentlichen, dann werden sie einen riesigen Umfang haben und einen echten Gegenwert bieten. Und ich meine, wenn man halt 20 Stunden Spielzeit hört, dann das ist ja mehr als manche Spiele. Ja, ist natürlich die Frage, ob da auch wirklich 20 oder welcher Spielertyp man sein muss, damit da 20 Stunden rauskommen. Aber genau. Ich glaube, die The Witcher-Entwickler haben allgemein noch diverse Vorschusslorbeeren für das, was sie so alles sehr anständig machen. Sie sind ja so die Guten, also sie verkaufen sie auch ein bisschen als die Guten. Er sagt hier auch, kauf es nicht, wenn du Zweifel hast, warte auf Testberichte oder spiel The Witcher selbst und schau, ob es dir gefällt. Das ist natürlich, kann man auch so ein bisschen interpretieren, dass er gerade dadurch sagt, kauft's jetzt. Weil er ist ja so ehrlich. Ja, wobei, ich meine, die Aussage, egal ob da jetzt irgendein Hintergedanke dabei war oder nicht, ich würde sie mir jetzt mal nicht unterstellen, aber die Tatsache ist natürlich, wer sich jetzt noch nicht sicher ist, der soll es halt auch einfach noch nicht kaufen. Die beiden DLCs bekommt man sicherlich auch noch, nachdem Witcher 3 mal da war, also im Zweifelsfall. Das gilt ja eigentlich für alles im Leben. Einfach. Nicht wahr, Herr Kickstarter? Und, habe ich auch noch nicht alle unterstützt. Ja. Nicht viele. Nicht viele. Auch noch keinen, den ich bereut habe. Wir haben gestern ja auch über dieses Livestream Experiment Pseudo-Reality-Game von Square Enix berichtet und da ist die Überraschung jetzt so ein bisschen vorher schon aus dem... Ja, die schau mal. Überraschung aus dem Sack, nein, schau Katze mal. Aus dem Sack. Schau mal, was ich hier habe. Das passt doch wunderbar dazu. Wir haben da was vorbereitet. Ja, das haben wir gefunden. Im Keller, auf dem Dachboden. Guck mal hier. Deus Ex ist zwar Human Revolution und es geht hier nicht um Human Revolution, aber es kommt tatsächlich ein neues Deus Ex. Ja, durch einen Leak, eine Webseite konnte da nicht ganz die Finger vom veröffentlichen Knopf lassen und ist etwas früher damit rausgerückt, als sie hätte sollen. Inzwischen ist es dann aber über Game Informer auch durch Square Enix so offiziell geworden. Es gibt noch nicht viele Informationen, weil unter anderem Game Informer in der nächsten Ausgabe dann eine große Cover-Story hat. Aber es kommt tatsächlich ein weiteres Deus Ex. Mankind. Das heißt... Mankind Divided kommt für PC, PS4, Xbox One, hat derzeit noch keinen Release-Termin. Es geht aber wieder um Adam Jensen, spielt 2 Jahre nach dem Vorgänger. Der Herr Jensen kehrt da wieder zurück und fängt an, für eine Organisation zu arbeiten, die so Jagd auf augmentierte, verbesserte, veränderte Terroristen macht. Allerdings das wohl in einer Welt, die insgesamt Menschen, die solche Veränderungen an sich vornehmen lassen, denen noch etwas kritischer gegenübersteht. Ja. Also auch ihm. Genau. Wer da mehr zu wissen möchte, heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit einfach mal www.deusex.com ansurfen und da soll es vielleicht
weitere Einblicke geben. Ja, also der Deus Ex Twitter-Account hat zumindest gesagt, ein Einblick in die Zukunft, eben heute dann um 18 Uhr. Muss man mal gucken, was wie konkret der Einblick dann da wird, aber da gibt es vielleicht ein paar neue Infos. Alles, was man bis jetzt so weiß, ist wie gesagt so diese der Grundausgangspunkt der Hintergrundgeschichte und was die Entwickler schon gesagt haben, ist das Kampfsystem und vor allem die Bosskämpfe im Vergleich zum Vorgänger noch etwas verbessert werden sollen. Da war ja auch nicht jeder so ganz mit glücklich. Nee. Nicht so ganz glücklich mit Bosskämpfen sind auch manchmal Spieler von Bloodborne, weil die nämlich knüppelhart sind. Wir haben ja, wir nehmen ja derzeit Let's Plays auf zu Bloodborne und ich konnte mich noch um Spielen so ein bisschen drücken, aber das wird sich vielleicht noch ändern. Und aber dass die Bosskämpfe halt ein sehr, sehr schwer sind bei diesen From-Software-Spielen, das ist ja bekannt. Und hier ist ganz Kurioses irgendwie, denn man kann die Bosskämpfe leichter machen, indem man die Konsole anlässt. Ja, David, klär uns doch mal auf. Ein Bug, ja. Vermutlich. Wir sind jetzt alle keine Programmierer insofern, aber die Vermutung ist, glaube ich, allgemein, dass es so ein, wie man immer so schön sagt, Memory Leak, also ein Speicherleck, also ein Spiel produziert so viel Daten, die sich im Speicher ansammeln, dass dann irgendwann Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Es gibt nämlich die Beobachtung vieler Spieler, die auch durch diverse Videos belegt sind, dass wenn man so rund 12 Stunden macht die Konsole bei laufendem Bloodborne wohl mit, so 12 Stunden ist so der Zeitpunkt, wo es dann allerdings langsam anfängt kaputt zu gehen und dann Bosse auf einmal zum Beispiel diverse ihrer Fähigkeiten vergessen und statt mit irgendwelchen super Spezialangriffen magische Fähigkeiten dann einfach nur mit ihrem Stöckchen nach dem Charakter pieken. Das erinnert mich an Freitagabende hier im Büro. Schmeißt da auch Leute Feuerbälle? Nee, dann nicht mehr. dann nicht mehr, aber dann gibt es diverse Memory-Leaks und sowas. Es gibt so ein bisschen widersprüchliche Berichte, was passiert, wenn man die Konsole in den Ruhemodus setzt. Einige sagen, ja, da hatte ich das Problem auch. Andere sagen, nee, im Ruhemodus passiert das nicht. Also ja, muss halt jetzt jeder selber wissen, was er draus macht. Wer sich vielleicht schon mal gewundert hatte, dass nach einer sehr, sehr langen Spiel-Session oder nach nachts die Konsole irgendwie noch mitlaufen lassen, übers Wochenende Bosskämpfe auf einmal super einfach war, ob man da so voll durchmarschiert ist. Wer jetzt die Lösung dafür? War vielleicht nicht ganz regulär. Insofern, wer es regulär spielen will, sollte darauf achten, regelmäßig mal neu zu starten. Wer sich vielleicht nicht beschwert, wenn es ein bisschen einfacher wird, der weiß jetzt, wie er das vielleicht forcieren kann. Genau. Probiert es doch mal aus und schreibt uns mal, wie das so bei euch sich verhält. Ja, wir verabschieden uns bis morgen und wünschen euch einen fantastischen Tag.